Wenn ich ein bisschen provokant bin, sage ich, überraschend früh hat sich diesmal Rapid besonnen, sich ein bisschen zu kümmern um die Einkäufe für die kommende Saison. Es wurde Michael Wagner von Freiburg verpflichtet und auch Martin Hieden. Das sind ein Abwehrspieler und ein Mittelfeldspieler, braucht Rapid aber nicht auch noch einen Stürmer. Naja, wir müssen jetzt natürlich abwarten, wie sich das mit Iboa entwickelt. Wir haben bis Ende Mai Zeit, uns zu entscheiden, und wir werden sehen, ob wir uns eben für Iboa, ob wir ihn verpflichten oder ob wir uns doch noch mal einen Stürmer umsehen müssen. Aber ich meine, überraschend früh, wir wissen, dass das Bosman-Urteil die Vereine in Probleme, in Schwierigkeiten gebracht hat, und wir waren also bemüht, schon im Laufe des Jahres erstens unsere Verträge der Spieler zu verlängern, das ist uns gelungen, alle Kaderspieler haben schon einen längerfristigen Vertrag, und wir haben uns natürlich auch sorgfältig am Markt umgesehen, und dann hat sich die Verpflichtung dieser zwei Spieler ergeben, und wir sind natürlich sehr froh darüber. Sie sagen, alle Spieler haben schon weitere Verträge. Ich glaube, Mandreko ist noch nicht ganz fix mit der Vertragsverlängerung. Wie schaut es aus mit Didi Kübauer? Da hat man auch schon ein bisschen gehört, möglicherweise wird er Rapid verlassen. Ja, da muss man abwarten. Die Situation um Didi ist ja allgemein bekannt. Didi hat auch einen längerfristigen Vertrag, allerdings mit einer Klausel, dass er hier frühzeitig aussteigen kann. Aber die Entwicklung muss man abwarten, und wir werden natürlich Verständnis für jede Entscheidung, die er trifft, haben. Weitere Verstärkungen sind aber nicht ausgeschlossen. Sind nicht ausgeschlossen. Wir wollen nicht mit Gewalt, und da ist auch kein Grund dazu, Verpflichtungen durchführen, aber wir werden uns weiterhin sorgsam umsehen, und wenn es sich ergibt und wir glauben, dass es für uns positiv ist, werden wir natürlich auch weiterhin einen Spieler verpflichten. Herr Kaltenbrunner, stellt sich aber dennoch eine Frage, wenn Sie jetzt von diesen Einkäufen sprechen, wo bleibt der eigene Nachwuchs? Es kommt schon seit Jahren nichts mehr nach aus dem eigenen Nachwuchs. Im Unter-21-Team, im Nationalteam ist auch kein Rapidler vertreten. Was ist los mit der Nachwuchsarbeit bei Rapid? Man muss das so sehen. Es ist richtig, was Sie sagen, und das ist auch ein großes Problem für den SK Rapid. Aber durch die Turbulenz in den letzten Jahren bei Rapid, froh über zu bringen, die Kampfmannschaft, dass man also noch ein Spiel durchführen konnte. Sie wissen ja die finanziellen Probleme. Es war also für den Nachwuchs wahrscheinlich auch hier wenig Zeit und Engagement vorhanden. Wir wollen das jetzt aufbauen, wir müssen das aufbauen, wir sind auch am guten Wege dazu, und wir glauben, dass in an auch Rapid wieder eine gute Jugend haben wird. Also hoffen wir, dass es besser wird mit dem Rapid-Nachwuchs. Dankeschön, Herr Präsident. Dankeschön. Schönen Gruß ins Hanapil. Und bei Rapid ist erstmals Ipua von Beginn an dabei, dafür Peter Stöger nur auf der Ersatzbank. Regen, starker Wind, also unwirtliche Verhältnisse, 10.000 Zuschauer und zu Beginn einige Härteeinlagen, Foul von Peter Schöttl an Ivica Vastić. In Glasgow waren sie noch Kollegen. Dann dieses Foul von Giannini an Ivanov, auch da gibt es die gelbe Karte wie zuvor für Stöger. Ja, Ernst Dokopil, den Abend unter dem Regenschirm hat er sich wahrscheinlich anders vorgestellt. Weitschüsse bilden die einzigen gefährlichen Momente. Dieser kam von Sierczewski für Buntigamer Sturm. Aber der regennasse, glitschige Boden, der fordert Weitschüsse geradezu heraus. Auf der anderen Seite versucht es einmal Heraf. Nur mit diesen Schüssen entsteht Gefahr vor den Toren. Und Ivica Osim sagt seiner Mannschaft, ich habe euch doch vor diesen Weitschüssen gewarnt. Vastić. Wieder einmal gegen Schüttel. Wieder ein Foul. Freistoß für Buntigamer Sturm. Auch wenn es die Rapidspieler nicht glauben wollen, Diskussionen um den Abstand der Mauer. Und dann gibt es durch Schiedsrichter Finzinger die gelbe Karte für Vastić. Der revanchiert sich auf seine Weise. 1:0 für die Grazer in der 43. Minute aus diesem Freistoß von Ivica Vastić. Das erste Tor, das Rapid in einem Heimspiel im Frühjahr kassiert. Durch die sich öffnende Mauer trifft Vastić zum 1:0. So heftig ist der Regen und so heftig ist die Reaktion von Ivanov. Dann stellt sich Peter Stöger nach dem Seitenwechsel als Verstärkung für Rapid vor. Er ersetzt Ratajczyk.
Freistoß für die Hütteldorfer. Leschiak. Und da haben nur Millimeter gefehlt. Er erkennt die Gefahr, denn Rapid entwickelt jetzt mit dem Wind im Rücken weit mehr Druck. Stöger versucht, Sidorczuk zu überlisten. Rapid drängt, aber Buntigamer Sturm spielt clever und wartet auf die Konter, und die kommen. Zierczewski scheitert an Michael Kunz. Schön herausgespielt. Aber Konsel bewahrt seine Mannschaft vor einem höheren Rückstand. Dann Vastic. Ivanov öffnet die Abwehr. Tove. Noch immer Tove. Wartet. Und schießt vorbei. Das wäre der Matchball schon für Sturm gewesen. Dann diese Attacke von Vastic an Wagner, und er hatte schon gelb, und das bedeutet gelb-rot für Ivica Vastic. Sturm mit einem Mann weniger, aber mit den weit größeren Torchancen. Tove, Hopfer und ganz allein in der 43. Minute, wieder in der 43. Minute, diesmal allerdings in der zweiten Hälfte, das 2:0 für Sturm. Und Sturm gewinnt im Hanapi-Stadion mit 2:0. Die erste Heimniederlage für Rapid in dieser Saison. Die gesammelten Ergebnisse der 25. Runde. Rapid verliert also den Schlager gegen Sturm Graz mit 0:2. Salzburg besiegt Austria Wien 1:0. Das Linzer Derby zwischen dem LASK und FC Linz endet 1:1. Der GAK besiegt FC Tirol 2:1. Und Ried gegen SC Ennert Mirawaka endet 1:0. In der Tabelle führt jetzt wieder Salzburg, 3 Punkte vor Rapid, dahinter Tirol und der LASK. Am Tabellenende der FC Linz und Admira Wacker mit jeweils 22 Punkten. Zu sehen bekommen haben auch gestern die Fußballfans einiges. Da ist einiges passiert, und zwar im Hanapi-Stadion bei Rapid. Da gab es bei diesem Wetter einen echten Ausrutscher. Sturm Graz, der Stolperstein von Rapid auf dem Weg zum Meistertitel, könnte fast sein. Sturm Graz ist wieder in einem Frühjahrshoch. Die Mannschaft hat eine Menge investiert, das heißt, die Funktionäre haben viel Geld investiert. Nur eines muss man dazu sagen, ob sich die Anlage dieses Geld auch wirklich ausgezahlt hat, nachdem eigentlich nur mehr um einen UEFA-Cup-Platz gespielt werden kann, nach Wahrscheinlichkeiten. Es geht ja nur mehr 11 Runden bis zum Meisterschaftsende. Nun, wir werden sehen. Wir haben einen kleinen Filmbericht zu diesem Match oder rund um dieses Spiel gestaltet. Kurz vor der Pause bringt Vastic Sturm in Führung und Rapid auf die Verliererstraße. 80% der Spieler werden durch das erste Tor entschieden. Und in der Meisterschaft, wo jetzt sehr viele gleichwertige Mannschaften sind, denn wir sind nicht besser wie die anderen, entscheidet ihm dies auch. Und wenn wir solche Tage haben, keine Torchancen haben oder zu wenig Torchancen herausspielen und der Gegner schießt das erste Tor, dann kann es ihm bergab gehen. Sturm ist eine sehr gute Mannschaft. Hat nur einen sehr schlechten Start gehabt in die Saison eigentlich und spielt jetzt das, was sie wirklich können, und wir haben es heute sehr schwer gehabt. Wir sind nie richtig zu einer Torchance gekommen, haben auch kein Mittel gefunden, dass wir da durchkommen, und die Sturm hat sehr gut gekontert und hat verdient gewonnen. Ein strahlender Sturm Graz-Präsident. Heute hat Sturm so gespielt, wie sie es sich eigentlich von Anfang an vorgestellt haben. So hätten sie müssen gleich im Vorjahr beginnen, aber man sieht ja, die Mannschaft braucht eben Zeit, und leider sind wir zu weit hinten mit den Punkten, dass wir nicht bei Rapid mehr Parole bieten können. Aber eines täuscht darüber nicht hinweg. Man hat von Ihrer Seite, von Sturm Graz Seite, Millionen investiert und hat nicht das herausbekommen, was man sich erwartet hat, nämlich dass man um den Meistertitel zumindest mitspielt. Naja, wir wollten heuer um den Meistertitel spielen, aber der Herbst, den wir hatten, der war leider Gottes verhaut. Man sieht es, und es tut mir selber sehr leid, dass das passiert ist, aber man kann halt mit Geld nicht alles erreichen. Giannini ist von der Werbung her sensationell. Spielerisch hat er mich nicht ganz überzeugt, und Giannini hat Heimweh.
Also und Gambaro wahrscheinlich auch. Gambaro, was fällt Ihnen dazu ein? Naja, Enzo Gambaro ist sehr oft verletzt. Ich habe schon hier Kritik geübt. Ganz schön viel, was Ihnen dazu einfällt. Ich habe schon Kritik geübt und es ist besser, sagt er nichts dazu. Zu Markus Bürk möchte ich sagen, den habe ich geholt, den habe ich mir in den Kopf gesetzt, weil Haas eben verletzt war. Und Markus hat eine sehr gute Saison vor 2 Jahren bei Rapid gehabt. Dass er die bei uns nicht hat, das ist auch, glaube ich, man sieht das und es tut mir leid. Also, ich verstehe selbst nicht, warum das nicht funktioniert. Man kann mit Geld eine gute Mannschaft nicht zusammenkaufen. Nein, das ist einmal für mich wieder lehrreich, dass man die teuersten Spieler holen kann oder man glaubt, man hat Stars. Das ist es nicht. Es muss eine verschworene Gemeinschaft sein, sie müssen Kameraden sein. Und wenn das stimmt, dann kann ein Werkel rennen. Rapid steht vor der Tür. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich würde sagen, mit Rapid, wir sind uns so gesehen einig, es hängt jetzt nur von Transfer ab von Spanien. Aber Ihr Herz oder letztendlich Ihr Ziel, sagen wir so, für die kommende Saison ist zurück nach Hütteldorf? Auf jeden Fall, ja. Ich habe einen ausgezeichneten Trainer und ich verlasse mich auf ihn. Für mich ist er nach wie vor der beste Mann in Österreich. Und ich kann dazu nur sagen, wir werden sicher eine gute Mannschaft sein und wir sind sie jetzt schon und wir werden ein paar Spieler ergänzen und wir werden sicherlich um die österreichischen Spitzenplätze mitspielen. Wie hier die Fahrer mit Info jetzt die ganze Zeit sein können. Für den SK Sturm, da kommt Markus Bürk und für Rapid Peter Schöttl. Dann schauen wir gleich mal, was hier in Salzburg tut. Da sitzt nämlich der lachende Dritte, Heribert Weber. Ja, der lacht wirklich. Hallo. Interessante Konstellation. Naja gut, etwas verbindet die drei Herren, da braucht man glaube ich nicht weiter drüber reden. Das ist die Farbe Grün-Weiß, obwohl es vielleicht der Trainer dort nicht gerade unbedingt gerne hört. Oder doch, der Ehrenkapitän hat sich noch nicht das Hindernis herausgestellt, Heribert Weber. Na sicher nicht, ich habe sehr schöne 11 Jahre bei Rapid verlebt. Ich habe dort sportlich sicher meinen Höhepunkt erlebt und natürlich war die Zeit hier in Salzburg von den Menschen her, von der Begeisterung, die diese Fans hier ausstrahlen, einzigartig für mich. Und die Atmosphäre hier ist noch immer in Österreich einzigartig. Ich möchte sagen, dass diese Fans nicht nur jetzt, wo wir Erfolg haben, hinter dieser Mannschaft stehen, sondern auch im Frühjahr, wo es wirklich bergab gegangen ist mit einer hochkarätigen Mannschaft. Und da haben sie uns getröstet, anstelle geschimpft. Und das hat uns damals sehr, sehr geholfen. Es gab gestern gegen die Austria volles Haus, das muss man dazu sagen, aber es gab auch volles Haus zum Beispiel gegen die Linzer. Also eigentlich unglaublich, der FC Linz war bei euch zu Gast, habt ihr selbst gesehen vor ein paar Wochen und das Haus war genauso voll. Worauf ist es zurückzuführen? Na, ich glaube, dass ich auch eine Mannschaft habe, die Fans begeistern kann jetzt und wenn Zuschauer sehen, dass jeder einzelne Spieler, der auf dem Platz ist, über 90 Minuten versucht, alles zu geben, dann springt auch das Feuer auf die Fans über. Und das ist jetzt momentan der Fall bei uns. Aber es ist nicht nur so, dass die Fans nur kommen, wenn wir Erfolg haben. Es ist einfach so, dass sie schon zufrieden sind, wenn wir hundertprozentig alles geben. Und ich würde mir wünschen, wenn es überall in Österreich so wäre, denn ich kenne auch andere Mannschaften, die sehr guten Fußball spielen und gleich bei der ersten Niederlage gibt es schon wieder Kritik, die sicher viele Spieler sehr verunsichert. Peter Schöttl, trifft es bei den Rapid-Anhängern zu, beim harten Kern sicherlich nicht, aber so viele Zuschauer kommen ja dann doch nicht gegen schwächere Gegner. Ja, vor allem, wenn man sieht im Verhältnis, wie groß Wien ist gegenüber von Salzburg. Der harte Kern steht immer ganz toll hinter uns und waren ja gestern über 10.000 Leute bei einem Sauwetter, wie es so schön heißt. Aber das Stadion haben wir halt doch relativ selten voll. Ja, ja, das schon. Das sind die Rapid-Anhänger, die wollten natürlich. Gehst du wirklich auf jedes Match, sag mal das ganz offen, gehst du auf jedes Spiel? Sicher? Echt, ja? Auch wenn schlechtes Wetter ist? Das sind halt richtige Fans. Gar keine Frage. Markus Bürk, wie ist das in Graz? Ja gut, das Publikum ist ziemlich launisch, wenn es bei uns nicht rennt, dann kommen eigentlich sehr wenig Leute
Und wenn man jetzt so denkt, bei Dingen, Salzburg ist sicherlich ein volles Haus. Aber wenn die Euphorie da ist, so wie jetzt, auf natürlich. Jeden Fall, dann platzt die Krone. Das würde mich jetzt aber schon interessieren, von wegen gemeinsamer Verbindung und so. Markus Bürg, zuerst Austria, dann Rapid, bei Rapid eigentlich relativ wohlgefühlt, dann kam der Wechsel. Jetzt über den Umweg Spanien, Graz, vielleicht doch wieder zurück zu Rapid, ist das kein Problem für Sie? Na, auf jeden Fall. Ich habe mich in Spanien eigentlich so gesehen wohlgefühlt, aber nur der Trainer war ein ganz großes Problem. Der hat eigentlich auf keine jungen Spieler gehalten. Und deswegen wollte ich zurück und da hat sich die Möglichkeit gegeben mit Sturm Graz. Und da bin ich halt momentan nicht sehr glücklich drüber, weil der Herr Kartnick halt einiges in der Zeitung gesagt hat. So haben wir Gott sei Dank haben wir das erledigt, auch mit dem Bundesheer und so. Und jetzt gibt es halt sehr gute Kontakte zu Rapid. Wieso, was hat es mit dem Bundesheer? Bundesheer ist auch hier der Unterstützer, das darf man ruhig sagen in diesem Fall. Naja, ich war nämlich 2 Wochen in Wien stationiert, habe kaum trainieren können. Bin zwar nur zum Match rausgefahren und gegen die Austria sogar Tor gemacht. Und zwar eigentlich immer dahinter Gedanke, weil ich keine Leistung bringe von Herrn Kartnick. Also es spielen ja doch die Umstände auch eine große Rolle. Wie ist das jetzt ein Problem? Ich meine, es war auch nicht alles so ganz klar, wie der Markus Bürg weggegangen ist von der Rapid. Wäre das ein Problem zum Beispiel jetzt für den Peter Schüttl, wenn der Markus zurückkommt? Für mich persönlich, ich bin immer sehr gut ausgekommen mit Markus. Ich will jetzt gar nicht mehr die alten Geschichten wieder aufwärmen. Es hat damals nicht alles gepasst, wie er eben den Verein gewechselt hat. Aber seine Leistung ist unbestritten und er ist ein sehr guter Fußballer, den ich mir sehr gut nächstes Jahr in unserer Mannschaft vorstellen kann. Also man kann durchaus sagen, dass die meisten Spieler zumindest auch mit ihm privat vielleicht auch auf ein Bier, einen Kaffee oder auf ein Glas Milch gehen kann. Gar keine Frage. Kein Problem. Nein, überhaupt nicht. Na gut, keine Probleme. Mit dem Heribert Weber wäre das auch kein Problem, jetzt so im Meisterschaftsbetrieb auf einen Kaffee zu gehen? Nein, ich meine, ich hab lang genug mit Heri zusammengespielt und ich bin ein sehr freundlicher Mensch, der Heri auch. Also, so. Ich bin aber nicht. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich meine, ich habe den Heribert Weber fuchsteufelswild im Hanapi-Stadion beim Spiel erlebt, Rapid Salzburg. Ja, aber nicht auf dem Peter Schüttl. Gut ausgeredet, gar keine Frage. So, kommen wir mal auf das gestrige Spiel zurück. Also der Trainer hat euch ganz schön zerzaust, zumindest was die Abwehr betrifft. Ich muss dazu sagen, das war die Worte, die ich gehört habe, mit Blickrichtung Libero, Ivanov, das war wie eine öffentliche Hinrichtung. Ja, unser Hauptproblem in den letzten Monaten schon ist eigentlich das, dass wenn wir eben auf ziemlich gleichwertige Mannschaften treffen, wie es im Sturm gestern war, wir dann in Rückstand kommen, dass wir dann einfach viel zu kopflos agieren, die Abwehr total entblößen und womöglich in den nächsten 10 Sekunden gleich in Ausgleich schießen wollen, sind dadurch sehr konteranfällig und speziell wir hinten schauen dann natürlich ziemlich dumm aus und machen es dem Gegner sehr leicht, dass er halt immer wieder allein an Michi Kansi rennt. Und das ist eigentlich das, wo wir in Zukunft wirklich daran arbeiten müssen, dass wir uns da cleverer anstellen. An sich eine blöde Situation, wenn man so die letzten Spiele für die Rapid Revue passieren lässt. GAK hat gewonnen gegen euch, Ried hat gewonnen gegen euch, auswärts muss man dazu sagen. Dann kam das Spiel gegen Salzburg, so wie im Vorjahr. Es war ein Sieg, der also eindeutig auf euer Konto gegangen ist, ohne Zaudern. Und dann plötzlich dieser, eigentlich muss man sagen, fast unvoller Gegensturm. Worauf war das wirklich jetzt außer der Abwehr zurückzuführen? Man hat schon fallweise das Gefühl gehabt, die Mannschaft läuft, also wirklich kämpfen, das war alles da. Aber irgendwie war der Fluss nicht drinnen. Ja, es ist alles gesagt, der Fluss war nicht drinnen. Sturm ist, wie eh schon vorher erwähnt wurde, ausgezeichnete Mannschaft. Gehört für mich sicher von der Leistungsstärke zu Salzburg und zu uns dazu. Also der Rückstand ist für mich auch nicht ganz erklärbar, die sie auf die zwei Spitzenvereine haben. Und wenn es gegen so einen Verein eben ans nur hinten bist, dann werden die noch konsequenter und wir stellen uns im Moment halt ziemlich ungeschickt an im Aufholen. Also Markus Bürg, warum ist es am Anfang nicht gelaufen? Warum läuft es jetzt für Sturm so gut? Theoretisch wäre ja sogar noch der Meistertitel drinnen. Nicht? 11 Runden, wenn man so ein bisschen nachrechnen, wenn die anderen ein paar Unfälle haben. Aber ich meine, seriös ist, sagen wir, der Gedanke, UEFA kein Platz. Wieso ist es nicht gelaufen von Beginn weg? Ja gut, wir müssen einmal sagen, wir haben eigentlich sehr gut trainiert. Dann hat immer in den Herbst, immer in den letzten paar Minuten, haben wir dann ein dummes Tor gekriegt durch Eigenfehler und haben so halt das Spiel verloren. Und die Punkte fehlen uns halt und die versuchen wir jetzt aufzuholen.
Und wir werden halt schauen, dass wir einen UEFA-Cup-Platz erreichen. Es wird sicherlich ein harter Brocken. Es sind halt doch noch ein paar Punkte, sehr wichtige Punkte, die wir einholen müssen. Warum hat das eigentlich mit dem Giannini nicht so wirklich geklappt? Man hat sich vorher gedacht, das ist der tolle Wunderspieler, aber er hat sich in der Mannschaft offensichtlich doch nicht so wohl gefühlt. Ja, auf jeden Fall. Man muss sagen, die sprachlichen Probleme in der Mannschaft sind halt sehr groß. Und wenn man halt irgendwie zuruft, dann muss man halt überlegen, auf Englisch, auf Italienisch, auf Polnisch. Also das ist halt sehr schwer. Aber Polnisch, der angespielt ist, ist ein Torhüter. Das ist ein fabelhafter Keeper. Das hat man auch gestern gesehen. Ja, man, das Spiteri und der Tormann, der Kasi, der lernt jetzt Deutsch. Also man sieht Fortschritte und das ist halt natürlich positiv für die Verteidigung. Verteidigung ist das Stichwort, Heribert Weber. Die beste Verteidigung der Liga, könnte man sagen. Es redet zwar sehr viele haben geredet über den Torhüter, aber kaum jemand hat eigentlich über den unglaublich guten Libero bei euch geredet. Ist das der Grund, warum ihr nur 12 Tore kassiert habt? Eigentlich um die Hälfte weniger als Rapid? Ja, wir haben sicher mit dem Roman Szewczyk im Sommer einen Glücksgriff gemacht, das ist ganz klar, aber es hängt nicht nur von der Verteidigung ab, ob eine Mannschaft viel oder wenig Tore kassiert. Die ganze Mannschaft muss bereit sein, nach hinten zu arbeiten. Das heißt, dass auch schon die Stürmer bereit sind, Fortschicking zu spielen, Druck auf die gegnerische Mannschaft zu machen. Und das ist eigentlich das Erfolgsrezept, dass man so wenig Tore bekommt. Natürlich haben wir mit Otto Konrad im Herbst und auch jetzt mit dem Oleg Suslov zwei sehr gute Tormänner. Und was ich schon am Anfang erwähnt habe, sind eben alle Spieler, jeder Einzelne bereit, auch in der Defensive alles zu geben.